Sehr geehrte Damen und Herren, die Metallionenkonzentration bei Patientinnen und Patienten, die große Prothesen, insbesondere Tumorprothesen, in ihrem Körper tragen, scheinen erhöht zu sein. Es gibt ein paar hinweisende Daten, die zeige ich Ihnen gleich. Wir haben deshalb eine Studie durchgeführt, um einmal genau nachzuweisen, wie stark diese Serumionenkonzentrationen tatsächlich erhöht sind. Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf das Chrom und das Kobalt. Kobalt ist wichtig, weil Kobalt kardiotoxisch, also schädlich für das Herz ist. Ich darf mich bei meinen Co-Autoren und vor allem aber auch bei allen Patientinnen und Patienten bedanken, die als Studienteilnehmer hier mitgewirkt haben. Wir sehen manchmal, wie bei diesem jungen Mann, der eine Tumorprothese des Kniegelenkes, der proximalen Tibia hat, Verfärbungen der Haut. Oft sind das Silberabreibungen oder auch Titanabreibungen der Prothese, die im Laufe des Prothesentragens zunehmen und zu diesen Verfärbungen der Haut führen. Bei diesen Patienten war die Prothese immerhin 15 Jahre im Körper. Wenn man eine solche Prothese sich anschaut, verwenden wir heute silberbeschichtete Prothesen aus Gründen der Antisepsis. Wir glauben, dass die Silberbeschichtung tatsächlich einen gewissen antiseptischen Effekt hat und entsprechend die Infektionsrate senkt. Hier eine sehr große silberbeschichtete Prothese. Wenn wir solche Prothesen revidieren, dann erleben wir manchmal das. Auf der linken Seite sehen Sie, dass der Mechanismus der Prothese, also der Mechanismus, der die Prothesenteile miteinander verbindet, offensichtlich beschädigt ist. Bei dieser Patientin kam es zu einem wiederholten Anschlag, weil ihr der Extensionsmechanismus, der Streckmechanismus des Kniegelenks fehlt. Und wir sehen manchmal rund um die Prothesen einen Schlauch, richtig gehen, einen Schlauch gefüllt mit Metallabrieb. Sie sehen diesen dunklen Metallabrieb. Im Wesentlichen ist das vermutlich Titan, aber auch Chrom und Kobalt. Auch bei dieser Patientin hat sich dieser Metallabrieb nach außen bis unter die Haut vorgearbeitet. Und Sie sehen die Verfärbungen in der Haut, die klassische Metallose. In der Literatur kennen wir so etwas. Wir kennen das vor allem bei Patientinnen und Patienten, die vor vielen Jahren en vogue Hüftprothesenpaarung Metall-Metall hatten. Das heißt, ein Metallkopf reibt in einer Metallpfanne. Und Sie sehen diese Arbeit aus dem Jahre 2014. Und dort hat man gesehen, dass tatsächlich die Metallionenkonzentration bei diesen Hüftprothesenpatienten, also nicht bei den Tumorprothesenpatienten, relativ hoch war. Bei den Tumorprothesenpatienten waren die in dieser Studie zwar erhöht, aber nicht in den Rahmen, wo wir sagen könnten, das ist jetzt etwas sehr Kritisches. Wenn man sich diesen klassischen Kopplungsmechanismus, wie wir ihn bei unseren Tumorprothesen auch verwenden, anschaut, dann sieht man, dass das eine Metall-Metall-Paarung im Kopplungsbereich selbst ist. Das sind Bilder aus einer Untersuchung, die die Kollegen in Heidelberg publiziert haben. Und Sie sehen, wie diese Metall-Metall-Kopplung letztlich dann unter Umständen zu Abrieb führen kann. In dieser Publikation war auch ein sehr schönes Beispiel. Sie sehen das hier, wie diese Metall-Metall-Kopplung im Laufe der Jahre zerstört werden kann. Das merkt man. Also das verursacht eine Instabilität, das merkt man und das muss dann entsprechend revidiert werden. Aber diese Patienten und Patienten haben natürlich dann einen deutlich erhöhten Metallabrieb. In dieser Studie wurde nicht der Metallabrieb oder die Metallionenkonzentration im Serum untersucht, sondern man hat letztlich über eine Messung der Prothesen festgestellt, wie viel Metall abgetragen wurde. Und was man sah war, je länger die Prothesen im Körper waren, desto mehr Metall, sowohl Kobalt als auch Chrom, wurde abgetragen. Die Serumionenkonzentration hat eine andere Arbeitsgruppe gemessen, hier zum Beispiel bei dieser. Und diese waren, nicht unbedingt erhöht gewesen in dieser untersuchten Gruppe, aber es waren nur sehr, sehr wenige Patienten, die untersucht worden sind. In einer anderen Untersuchung, die in Holland durchgeführt wurde von Michael van der Sande, sah schon anders aus. Dort hat man gesehen, dass bei den großen Tumorprothesen die Metallionenkonzentration deutlich erhöht waren. Allerdings war das nur eine relativ geringe Nachbeobachtungszeit, maximal gut 2 Jahre.
eine relativ geringe Prothesenanzahl. Die Kobalt-Level, also die Rate an Kobalt-Ionen, sind in einer ganz aktuellen Arbeit, die aus den USA publiziert wurde, in 60% aller Patienten mit Tumorprothesen erhöht gewesen. Aber auch hier eine relativ geringe Anzahl von Patienten, lediglich 27 Patienten. Was haben wir nun gemacht? Wir haben uns die Patienten aus dem Zeitraum 1992 bis 2023 angeschaut. Es waren 81 Patienten mit Tumorprothesen rund um das Kniegelenk. Von diesen 81 Patienten waren 16 bereits verstorben und 22 Patienten konnten wir nicht erreichen oder sie hatten keine Einwilligung für die Studie erteilt, sodass am Ende 43 Patienten überblieben, bei denen ich nochmal herzlich bedanke, die bereit waren, zu uns zu kommen und sich von uns untersuchen zu lassen und entsprechend auch die Blutserumspiegelbestimmungen der Metallionen erlaubten. Die Nachsorgezeit bei diesen Patienten lag zwischen mindestens einem Jahr, 12 Monaten, und maximal, wie Sie hier sehen, 384 Monaten. Das ist also schon eine relativ beträchtliche Anzahl, das sind zwischen 20 und 30 Jahre teilweise. Und hier sehen Sie das Wichtigste, hier sehen Sie die tatsächlich gefundene Metallionenkonzentration. Der Strich unten, der waagrechte Strich, die waagrechte Linie, zeigt Ihnen die Normwerte. Und Sie sehen, dass lediglich 3 Patienten von allen Untersuchten unterhalb der Norm blieben. Alle anderen hatten massiv erhöhte Spiegel an Chrom und vor allem auch an Kobalt. Der Patient mit der höchsten Kobalt-Ionen-Konzentration hatte fast eine 100-fach über der Norm liegende Kobalt-Serum-Konzentration. Und Sie sehen, dass auch hier lediglich ganz wenige Patienten unterhalb des Normbereichs lagen. Das Interessante für uns, was nicht selbstverständlich war, war, dass Chrom- und Kobaltspiegel im Serum miteinander korrelierten. Das heißt, war das eine Metall hoch, war auch das andere. Im zeitlichen Verlauf sahen wir, dass anders als in der Heidelberger Studie, die ja nur untersucht hatte, wie viel Metall wird abgerieben, das kann ja auch ausgeschieden werden, tatsächlich die Serum-Ionen-Konzentration der Metalle im Laufe der Jahre abnahm. Das heißt, sie war am höchsten kurz nach der Implantation und nahm dann über die Jahre hinweg ab, ohne sich jedoch vollständig zu normalisieren. Zwischen den beiden untersuchten Prothesentypen, einmal den Ersatz der proximalen Tibia, also den oberen Schienbein, und den distalen Femur, den unteren Oberschenkelknochen, fanden wir keinen Unterschied. Sowohl bei Kobalt als auch bei Chrom lagen die Ionenkonzentrationen mehr oder weniger im gleichen erhöhten Bereich. Auch die Strahlentherapie schien dabei einen Effekt zu haben, und zwar schien es so, dass Patienten, die bestrahlt wurden, eher niedrigere Spiegel hatten. Wir erklären uns das dadurch, dass wir glauben, dass die Bestrahlung dazu führt, dass Patienten vielleicht von ihrer Beweglichkeit etwas eingeschränkt werden und dadurch weniger Abrieb verursacht wird. Überhaupt kein Faktor war das Alter, das Ausmaß der Resektion, die Revisionseingriffe, die bei einigen ja notwendig wurden, eine vorhandene Niereninsuffizienz und das Gewicht und die Größe der Patienten, also der Body Mass Index. Zusammengefasst haben wir eine Erhöhung der Chrom-Kobalt-Werte bei nahezu allen Patienten, und zwar maximal auf der 70- bis 100-fache der Normkonzentration. Beide Metallionenspiegel waren miteinander korreliert, war das eine hoch, war auch das andere hoch. Beide Serumspiegel haben im Laufe der Zeit abgenommen, haben sich aber nicht normalisiert. Wir haben keine nachgewiesenen klinischen Probleme, wobei das sehr schwierig ist. Erhöhte Kobaltwerte verursachen zum Beispiel, wenn sie sehr stark erhöht sind, eine Herzinsuffizienz. Ob unsere gefundenen erhöhten Kobaltwerte überhaupt dazu ausreichen, weiß aktuell kein Mensch. Können wir nicht sagen, ob die gefundenen erhöhten Serumkonzentrationen von Chrom und Kobalt in irgendeiner Weise einen Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden haben. Wir wissen es schlichtweg. Sind jetzt die ersten Studien, die zeigen, dass diese Serum-Ionen-Konzentrationen erhöht sind. Was das bedeutet, können wir noch nicht sagen. Alter, Revisionseingriffe, die Nierenfunktion, der Body-Mass-Index und die Länge der Rekonstruktion stellte keinen Einflussfaktor dar. Und die Patienten mit einem distalen Femurersatz und keiner Strahlentherapie waren in der Tendenz eher etwas schlechter.
herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals herzlichen Dank vor allem bei den Studienprobanden, die freundlicherweise bereit waren, bei dieser Studie mitzumachen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.